Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 5. Dieser eine Tag. Was man auf dieser Fotografie nicht sehen kann. Es ist der Tag nach jenem Tag, der gut begonnen und nicht gut geendet hat. Schnee war gefallen und viel weiter. Dicke Flocken Bilderbuchschnee, wie von Frau Holle, viel und viel in den bayerischen Wald hinein und auf unsere Wiese, das Haus am Wald. Von meinem Arbeitszimmer aus sah das sehr schön aus. Und noch schöner, als plötzlich zwei Füchse auftauchten, unabhängig voneinander ums Haus stromerten, aufgeregt, unruhig, bis sie sich schließlich trafen. Ein gewaltiger Fuchsschrei, langgezogen, ein wenig keckernd, erfolgte und einer der Füchse verschwand. Und mir wurde klar, es handelt sich um zwei Rüden und es geht um mehr. Es ist Paarungszeit. Und es schneite weiter und der verbliebene Fuchs lief aufgeregt herum, eine Stunde und noch eine. Dann war er nicht mehr zu sehen, nur noch Schnee. Um die Mittagszeit tauchte eine kleine Füchsin auf, die, um die es wahrscheinlich ging, hinterließ Spuren im Schnee, die schnell wieder zugedeckt wurden. Beim Mittagessen mit dem Mann liebten wir den Tag, die Schönheit des Schnees, seltene Tage, an denen so viel Weiß vom Himmel fällt, lobten wir die Romantik, Füchse im Schnee, Bilderbuchwald, und gingen wieder zum Schreibtisch. Schnee fiel und von den Bäumen dotzten immer wieder auch dicke Schneebatzen aufs Dach, unter dem sich mein Schreibtisch befindet. Ich hörte es, schaute hinaus, undurchsichtiges Wetter, die Füchse verschwunden. Und dann ging alles ganz schnell. Ich hatte es kaum wahrgenommen oder nur aus dem Augenwinkel links wie in Zeitlupe, da krachte die sehr große, sehr alte Eiche kaum 50 Zentimeter von mir entfernt aufs Dach. Vielleicht war da nichts mehr zu hören. Jedenfalls höre ich in der Erinnerung nichts. Ich stand auf, ging nach unten wie in Trance, sagte zu meinem Mann, wir müssen raus. Wir zogen uns an, gingen vors Haus. Ein Nachbar, der es aus der Ferne gesehen hat, kam sofort. Wir riefen die Feuerwehr, warteten. Verließen eine Stunde später auf Anraten der Spezialisten das Haus ganz, um zwei Stunden später bereits in München zu erfahren, auch die große Kiefer ist unter der Schneelast umgefallen und hat das Haus getroffen. Würden wir an kausale Zusammenhänge glauben, für immer warnten nun Füchse vor einer Katastrophe. An diesem Tag entspannten wir uns nicht. Auch der nächste Tag war verhangen. Erst jetzt wurde uns klar, die Katastrophe war knapp an uns vorbeigegangen. Teuer würde die Sache werden, weil wir keine Extremwetterversicherung haben. Und außer, dass das Dorf sich sofort sehr hilfsbereit zeigte, half, dass eine Freundin sagte, lieber teuer als tot. Und dann tat ich abends, was fast immer hilft, um zu entspannen. Wir luden den Sohn und die Freundin ein, die zufällig in München waren. Ich kochte, was ich immer koche, wenn ich zur Ruhe kommen möchte, Risotto. Das Rühren beruhigt, der Duft der Brühe beruhigt, das Schneiden, Parieren der Zutaten beruhigt. Und schließlich auch der Wein. Auch das sieht man auf dem Foto nicht. Aber vielleicht die Ordnung der Dinge beim Kochen, die außerordentlich hilft, wenn sonst alles sehr durcheinander ist. Vor allem in einem drin. Und dass dieser Tag gut geendet hat. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.